mein Hauptkonto sage, sprechen von der Bank Claire. Wenn ich von Hauptkonto spreche, dann spreche ich von dem Buch I Will Teach You to Be Rich von Ramit Sethi. Und dabei geht es um ein sogenanntes Kontensystem, bei dem man alles automatisiert. Und es geht darum, dass alles Geld, was am Anfang des Monats reinkommt, hier direkt auf mein Zack-Konto fließt und von meinem Zack-Konto aus dann weiterverteilt wird. Der erste Vorteil ist, dass es komplett kostenlos ist. Das heißt, ab 15 Jahren kannst du dort dein Konto aufmachen und wirklich ohne Probleme deine monatlichen Kosten dorthin schicken und Überweisungen machen und wirklich ohne versteckte Kosten als Schüler oder Student gratis ein Konto nutzen. Zack ist eine App. Das heißt, egal ob du iPhone- oder Android-Nutzer bist, überhaupt kein Problem. Es gibt eine App und du machst alles in der App. Die App ist relativ bugfrei, das heißt, es gibt keine Probleme und sie ist auch simpel zu bedienen, das heißt, man weiß, was wo ist. Sie ist nicht kompliziert, sondern man versteht sie relativ schnell. Das Eröffnen des Kontos geht schnell, das heißt, man kann alles in der App machen und wenn man die App eröffnet hat und das Konto, dauert das auch nicht lange. Das heißt, für eine Überweisung braucht man keine 20 Minuten und einen Laptop, sondern es geht wirklich alles vom iPhone oder vom Android. In der App hast du die Möglichkeit, Geld in verschiedene Spartöpfe zu legen. Das heißt, man kann zum Beispiel einen Spartopf für Ferien machen oder für etwas, was man spart und kann dann das auch monatlich besparen. Es ist wie ein Sparschwein, in welches man monatlich Geld reintun kann und dann das Geld so visuell unterteilen kann. Das heißt, man kann vom einen Konto ins andere Konto Geld rüberziehen. Man kann aber auch Daueraufträge erstellen, Überweisungen machen oder mit Zack einem anderen Zack-Nutzer direkt Geld schicken, ohne dass man warten muss. Das Eröffnen des Kontos geht etwa 10 Minuten. Während meinem Test habe ich auch versucht, mit dem Support Kontakt aufzunehmen, welches erstaunlich gut ging, direkt nach dem dritten Klingeln, nicht wie bei sonstigen Banken, wo man dann 10-15 Minuten warten muss in irgendeiner Warteschleife, sondern man kommt direkt durch und das hat mir halt extrem gut gefallen an Zack. Zudem gibt es verschiedene Filialen in der Schweiz, in denen man hingehen kann und persönlich beraten wird. Dort war ich bis jetzt noch nie, aber ich habe das Gefühl, das Ganze ist auch dort ziemlich gut. Dinge, die mir nicht so gut gefallen haben, ist zum Beispiel, dass man mit dieser Karte nur abheben konnte an Automaten, welche zur Bank Claire gehörten. Das heißt, für Automaten von anderen Banken musste man da eine Gebühr zahlen und das fand ich ein bisschen nervig. Zudem finde ich, die App ist nicht ganz so schön wie zum Beispiel Revolut, jedoch habe ich auch während meinem Test gemerkt, dass alles wirklich einwandfrei funktioniert. Nämlich musste ich eine Auslandüberweisung machen und das ging wirklich blitzschnell und alles ohne Probleme. Und genau deshalb ist Zack auch meine Hauptbank. Es geht alles ohne Probleme, die Überweisungen sind extrem schnell und es ist eine Gratisbank, auf die Verlass ist. Wenn du jetzt auch 25 Franken auf deinem Konto von Zack haben möchtest und das Konto eröffnen möchtest, kannst du dafür einen Code benutzen. Der Code geht HMKWRZ. Bei der Anmeldung und ich bekomme auch einen kleinen Teil davon, dass du dich anmeldest. Es geht nämlich darum, dass du jetzt deine Gratisbank austesten kannst und 25 Franken gratis dazu bekommst. Zack ist meine Hauptbank und das hat auch seinen Grund, weil es einfach immer funktioniert und wirklich einwandfrei funktioniert und ohne Gebühren und ohne irgendwelche Dinge, die sonst noch kosten würden.